Schrägbank Brustpresse. Hier, es ist eine Maschine, ist man, entweder kann man es mit Gewichten dann einstellen, dass man nur eine Platten umstecken muss, oder wie hier als Beispiel, es gibt so ähnliche Hammersmith-Maschinen, wo man die Gewichte bzw. Platten dann selber drauflegt. Wichtiger Aspekt dabei, egal welche Maschine es ist, es geht dabei darum, man hat vorgegebenen Bewegungsradius, Bewegungsbereich, sprich das heißt moderates Gewicht, um den Muskel besser isolieren zu können. Wichtiger Aspekt bei Maschinen ist vor allem die richtige Sitzhöhe. Hier bei der Schrägbank Brustpresse ist es wichtig, dass wenn man sich hier eine Langhantel vorstellt, bis zur Brusthöhe ungefähr, Brustnippelhöhe, dann das Gewicht runterlässt und aus dieser Position das Gewicht nach oben drückt. Wichtig dabei ist A, Handgelenk grad lassen, Schultern unten lassen und hinten lassen und Arme nicht durchstrecken und in der Negativbewegung den Ellbogen ein bisschen unterhalb des Torsos runterlassen und das ist dann der gesamte Bewegungsablauf. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Griffbreite, bisschen breiter wie Schulterbreite, fester Griff. So, nochmal zusammengefasst, also Handgelenk gerade lassen, fester Obergriff, dann Schultern unten, Schultern nach hinten, in der Bewegung, in der Negativbewegung, Ellbogen minimal unterhalb des Torsos, Positivbewegung, Arme nicht ganz durchstrecken und dann diesen Vorgang wiederholen. Wichtig ist in der ganzen Bewegungsablauf immer das Gewicht komplett unter Kontrolle zu haben, um Muskel schön zu isolieren. Das war's mit der Schrägbank-Brustpresse. Nächste Übung.